Möchte mich ganz herzlich bei allen Fraktionen bedanken, dass es gelungen ist, in den vergangenen Wochen hier eine gemeinsame Linie zu finden und diesen Antrag auf Verlängerung der Kormoranverordnung gemeinsam auf den Weg zu bringen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich in den vergangenen Wochen und Monaten öfter den Eindruck gehabt habe, dass das eben nicht gelingen würde, denn es war schon ein bisschen zu befürchten, dass sich gerade die geschätzten Kolleginnen und Kollegen von den Grünen vielleicht von den Pressemitteilungen der letzten Tage, aber auch von den Einflüssereien von Naturschutzverbänden, von BUND und NABU ein bisschen nervös hätten machen lassen können und dass es vielleicht am Ende zu einem eben solchen Kotau kommt, wie das zum Beispiel beim Wolf oder wie bei der gestern diskutierten Steinhuder Meer- und Düngerverordnung oder auch bei vielen anderen Themen in den vergangenen Monaten der Fall gewesen ist. Glücklicherweise war das bei der Kormoranverordnung nicht der Fall und deswegen möchte ich Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ganz herzlich danken dafür, dass sich hier gegen Theorie und Ideologie von hauptberuflichen Naturschutzfunktionären durchgesetzt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen aber auch, alles andere wäre tatsächlich auch blanker Hohn gewesen und der Druck, den die Verbände hier erzeugt haben, der demonstriert meines Erachtens deren eigene fachliche Einäugigkeit. Tiere, die sich gut für das Merchandising eignen, wie Wolf oder Biber oder eben auch Kormoran, sollen nach deren Ansicht unter Schutz gestellt werden, und zwar ungeachtet der Schäden, die diese Tiere verursachen. Und hinten runter fallen dann diejenigen Spezies, die eben keine Lobby haben, die sich auch nicht so gut fürs Merchandising eignen und die zumeist unter der Wasseroberfläche leben, und zwar unsere Fische, meine Damen und Herren. Ich nenne Esche und Forelle, Rotfeder und Rotauge und Barsche. Das sind alle Spezies, die die meisten selbsternannten Naturschützer überhaupt nicht voneinander unterscheiden können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie könnte man die dann auch schützen wollen? Umso wichtiger ist, und damit komme ich zum letzten Satz, Frau Präsidentin, umso wichtiger ist es, dass Sie sich davon haben sozusagen frei machen können und dass es gelingt, heute voraussichtlich mit einer sehr großen Mehrheit, mit Stimmen aller Fraktionen dieses Hauses, die Kormoranverordnung für weitere 3 Jahre zu verlängern. Und in 3 Jahren haben wir wahrscheinlich und ganz bestimmt schon wieder ganz andere politische Mehrheiten, und dann wird die Verlängerung dann noch ein bisschen einfacher werden. Vielen Dank.